Hi Diri und Weidmannsheil, herzlich willkommen auf meinem Kanal, dem Kanal Jungjager Bayern. Schön, dass ihr den Kanal gefunden habt. Vermutlich habt ihr den aus drei verschiedenen Gründen gefunden. Der erste Grund, ihr wollt euch über die Jagdausbildung informieren oder ihr seid in der Jagdausbildung oder ihr seid frisch gebackener Jungjäger und möchtet dann mal schauen, was der Konkurrent da so macht. Das werde ich euch jetzt zeigen. Ich fange mal an mit Büchern, die ich in meiner Jagdausbildung benutzt habe. Es sind drei an der Zahl, wie ihr hinten seht. Drei deswegen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Eins haben wir von der Jagdschule bekommen. Das war das Buch Jagdwissen kompakt. Die anderen beiden Bücher habe ich mir selber gekauft, weil mir das erste einfach nicht ausreichend genug war. Und die drei Bücher, die zeige ich euch jetzt ein bisschen im Detail. Jagdwissen kompakt vom BLV Verlag. Ich habe mir jetzt vorgestellt, das ganze Spiel läuft folgendermaßen. Ich möchte mich als Jagdschüler, Jungjager oder vielleicht als altgedienter Jäger in einem neuen Revier über bestimmte Wildart schlau machen, die ich vielleicht vorher nicht gehabt habe oder von der ich nicht mehr viel weiß, weil ich es meinetwegen verdrängt habe. Das erste, was ich mache, ich nehme mal das Buch und möchte im Inhaltsverzeichnis den Fasan suchen. Schaue ich jetzt in dem Fall ein bisschen doof aus der Wäsche, weil ja, hier hinten gibt es kein Inhaltsverzeichnis bei dem Buch. Schauen wir vorne. Ja, es gibt ein Inhaltsverzeichnis, allerdings, ja, würde ich mal sagen, wenig unterteilt, nur ganz grob. Ich möchte mich informieren über Federwild. Ja, was habe ich da? Wiesenbrüter, Nestbrüter, Wasserbrüter, Waldbodenbrüter. Nach dem Wort Fasan, das ich ja eigentlich suche, ja, da werde ich verzweifelt suchen, ich werde es nicht finden. Ich war vorher schon ein bisschen fleißig, habe mir da vorne ein paar Notizen gemacht, auf welchen Seiten ich was finde. Dann geht's los auf der Seite 53. Ja, so, 53. Ja, was finde ich da? Leider auch nicht recht viel, da geht es um Schnabelformen im Allgemeinen, mit dem Fasan als Beispiel. Blätter ich weiter, finde ich allgemein was über den Verdauungstrakt von Federwild mit dem Fasan als Beispiel. Bringt mich jetzt nicht viel weiter. Ja, was habe ich da? Fasan in Losung. Naja gut, das bringt mich jetzt schon mal ein bisschen weiter, weil jetzt kann ich wirklich bestätigen, ob ich in einem bestimmten Bereich in meinem Revier Fasane habe. Bleibt mir in dem Fall bei diesem Buch einfach nur weiterblättern. Ja, dann finde ich jetzt echt einmal ein bisschen mehr. In einer von den vielen Tabellen in dem Buch weiß ich jetzt, der Fasan balzt im Monat 4 bis 6, lebt polygam, ein Nestbau wird vom weiblichen Tier betrieben, sie brüten am Boden, legen 10 bis 14 Eier, die nur vom Weibchen bebrütet werden, das 23 bis 25 Tage lang, sie schlüpfen im Monat 5 bis 6, werden wieder nur vom Weibchen aufgezogen und sind Nestflüchter. Hält sich jetzt schon mal nicht mehr ganz so in Grenzen, ich habe zumindest grundlegende Informationen. Bei dem Buch hieß es ja, wenn ich weiß, was da drin steht, dann bestehe ich die Prüfung. Ich kann also zum Thema Fasan, wenn mir das der Prüfer vorschlägt, hier was auswendig Gelerntes runterrattern. Nicht zufriedenstellend, wenn man sich weitergehend darüber informieren möchte. Das ist einfach nur absolutes Basiswissen. Gut, in dem Buch findet man aber mehr. Wie gesagt, nicht übers Inhaltsverzeichnis, sondern einfach durchblättern. Da geht es dann nämlich weiter auf Seite 125. Finde ich da was zum Thema Fasanenhege. Ganz wichtiges Thema, hier leider nicht mal vollständig aufgezählt, die sogenannten 6b, zeige ich euch später beim anderen Buch nochmal. Hier nur aufgezählt Wald, Wiese, Wasser, ja, möglichst kleine Parzellen. Diesen kleinen Anhalt bringt mich nicht weiter. Ich weiß, dass ich Deckung brauche, temporäre Deckung, dauerhafte Deckung, Äsung und Deckung durch die Landwirtschaft, Winterfütterung, Nutzung von Flächenstilllegungen. Ja, hier habe ich ganz kompakt nur ein bisschen was zur Hege. Aber eigentlich beschränkt sich das Ganze nur auf Schlagworte. Ja? Richtige Mähzeitpunkt, Brachflächen, möglichst strukturreich. Aber was das heißt, müsste ich jetzt wieder hauptgrundsätzlich nachschlagen, was die Blühphasen sind von so einer stillgelegten Fläche und. Bringt mir also nicht das nötige Wissen, einfach nur Schlagworte, auf denen ich aber halt aufbauen kann.
Und dann habe ich noch was gefunden auf Seite 151. Ja, bei der Jagdpraxis habe ich hier einmal den Fasan. Wie wird er bejagt? In Treibjagden, Streife und Vorstehtreiben. Suche mit dem Hund. Ja, das war eigentlich ziemlich alles, was ich in diesem Buch über den Fasan gefunden habe. Ich habe mir da echt ein bisschen Zeit genommen, das Buch durchzublättern, aber es sind viele, viele Tabellen, viel, was ich auswendig lernen kann, aber zum Verstehen an sich hilft mir das Buch nur bedingt weiter. Mir persönlich. Andere tun sich da vielleicht leichter, mag sein. Ich finde es ein schönes Nachschlagewerk, wenn ich mal mich genau über sowas informieren möchte, wie die Brutzeiten etc. Dann kommen wir zu Buch 3. Ich hoffe, man sieht das Ganze ein bisschen besser. Ich habe an der Beleuchtung ein bisschen gebastelt. Hier in diesem Buch haben wir ein schönes Inhaltsverzeichnis. Das ist bei einem Wälzer mit knapp 1000 Seiten oder um die 1000 Seiten durchaus auch nötig. Das ist schön aufgebaut. Ich denke, das brauche ich euch jetzt nicht separat zeigen. Ich habe mir wieder die Seiten rausnotiert. Hier ist es auch schön kompakt alles beieinander. Blättern wir mal allgemein kurz durch. Da sind wir eh schon fast richtig, wie das Buch aufgebaut ist, insbesondere die Wildarten. Gefällt mir persönlich sehr gut. Hat aber auch ein paar Nachteile für mich persönlich. Auf der Seite 258 finden wir als allererstes mal ein schönes großes Bild vom Fasan. Wir finden einen Steckbrief, wo aufgebaut oder aufgezählt ist der Jahreszyklus, wann die Balz stattfindet, die Brutzeit etc. Ganz grob die Lebensweise, Fortpflanzung, Nahrung. Alles Wichtige habe ich gleich mal auf der ersten Seite beisammen. Auch so geschrieben, dass es nachvollziehbar ist, dass die Küken anfangs nur Insekten fressen, ja, ab der dritten Woche zunehmend vegetarisch und. Also hier kann ich mir schon mal aus einer Viertelseite vielleicht, aus diesem Abschnitt, viel rausnehmen, was ich mir nicht mehr großartig selber erklären muss oder mir kein anderer mehr erklären muss. Weiter geht es dann grundsätzlich einen kleinen Abschnitt zur Bejagung. Die verschiedenen Fasanenarten, der Mongolicus, der Colchicus, der Versicolor etc. Schön mit Bildbeispielen. Ich denke, da kann man auch schon sehr viel rausziehen, wo die herkommen, wie die entstanden sind. Und dann geht es hier oben schon weiter mit einem kleinen Abschnitt, der noch größer wird auf den nächsten Seiten. Sind die ganzen einzelnen Fragen aufgebaut nach Lebensraum, Körperbau, Krankheiten, Nahrung, Fortpflanzung. Da finde ich ein bisschen schwierig oder fand es ein bisschen schwierig. Ja, ich lese jetzt zum Beispiel die Frage, welche natürlichen Feinde hat der Fasan? Ja, und da steht die Antwort direkt drunter. Also ich muss gar nicht nachdenken. Ich schaue fast automatisch, wenn ich so einen Text lese, einfach in die nächste Zeile und stelle dann fest, ja, alle bei uns vorkommenden Beutegreifer. Es ist alles mit drin, was man braucht. Wie gesagt, ich finde das mit den Fragen ein bisschen, ja, schwierig zum Lernen, weil die Antwort einfach direkt dahinter oder drunter steht. Ansonsten gibt es für den Fasan hier in dem Buch nicht recht viel mehr. Allgemein ist das Buch nach allen Wildarten so aufgebaut. Hier haben die Entenvögel, auch wieder den Höckerschwan-Steckbrief etc. Und immer jeweils zu dem Fachgebiet so eine relativ umfangreiche Fragensammlung. Wenn wir mal weiterblättern, weiter hinter, kommen wir zu den Jagdhunderassen, auch aufgebaut mit einer Fragensammlung. Mit Bildern zu allen Rassen. Wie gesagt, 1000 Seiten sind eine Menge, da steht sehr viel drin. Manchmal ein bisschen schwer verständlich geschrieben, da muss man durchaus mitdenken beim Lesen. Aber ich denke, daran sollte es allgemein jetzt nicht scheitern. Das sollten wir alle hinkriegen. Hinten Ballistik, entsprechende Fragen. Das sind alles Fragen, die einem in der mündlichen Jägerprüfung so oder ähnlich unterkommen können. Ich denke, die meisten Jagdschulen werden aber auch entsprechende Fragensammlungen haben und euch auf die lokalen Eigenheiten der Jagdprüfung auch vorbereiten.
Hier findet man auch Werbung. Die legen wir mal beiseite. Ganz klar, was man dazu sagen muss, allgemein zu den Büchern noch, Jagdrecht bezieht sich hier in aller Regel immer auf das Bundesjagdgesetz. Ja, es gibt das Bundesjagdgesetz, es gibt die jeweiligen Landesjagdrechte, da kann es durchaus mal unterschiedliche Gesetzgebungen geben. Wichtig ist, dass man tatsächlich beide kennt. Vor und nach der Jägerprüfung vom BLV Verlag. Zu guter Letzt haben wir von Siegfried Seibt aus dem Kosmos Verlag Grundwissen Jägerprüfung. Das Ganze war das dritte Buch, das ich mir gekauft habe und tatsächlich dann mein, sage ich mal, Standardwerk. Im Inhaltsverzeichnis habe ich mir wieder die ganzen Seiten rausnotiert, die unter dem Fasan oder die auf den Fasan verweisen. Das ist in dem Fall über das ganze Buch ein bisschen verteilt. Wir fangen an Seite 54, da blättern wir uns jetzt langsam mal durch in diese Richtung. Dabei kriegt ihr einen kleinen Eindruck von dem Buch, wie es aufgebaut ist, wie strukturiert ist. Auf Seite 54 findet man erst einmal nichts direkt zum Fasan. Was findet man? Den Paragraph 22 Bundesjagdgesetz, Jagd- und Schonzeiten. Wenn wir den kurz durchschauen, findet man ganz unten den Fasan, die Jagdzeit aus dem Bundesjagdgesetz. Also müssen wir weiterblättern. Als nächstes wird verwiesen auf die Seite 146. Blättern wir ein bisschen großzügiger hin. 136. 146. Findet man auf den ersten Blick auch nicht direkt was zum Fasan. Wir finden aber allgemein nochmal Federwild. Balzverpaarung, Zugverhalten, Anpassungsfähigkeit. Allgemein eine Begriffserklärung zu den Vögeln. Nochmal eine kleine Unterscheidung. Nestflüchter, Nesthocker. Nichts Direktes zum Fasan, aber wenn ich mich allgemein über Wildart, mit der ich jetzt länger nichts zu tun hatte oder einfach nichts dazu weiß, ich möchte Informationen, eigentlich ein guter Grundstock. Finde ich super, dass trotzdem aus dem Fasan, aus dem Schlagwort dahin verwiesen wird. Der nächste Verweis ist dann ein paar Seiten weit auf Seite 159. Und hier haben wir dann das Kapitel Fasan. Hier ganz toll, endlich ist es mal vollständig. Gleich mal merken für jeden von euch, die noch vor der Jagdprüfung stehen, die 6 W beim Fasan. Der Wald, die Wiese, Wasser, Weizen, Wurzeln, Wärme. Die 6 W, wenn ihr nicht aufteilen könnt in der mündlichen Jägerprüfung, habt es bei den meisten Prüfern vermutlich einen relativ schlechten Stand. Es geht weiter dann mit einem Glossar zu den weidmännischen Ausdrücken beim Fasan. Zum Beispiel, was ich ganz lustig finde, immer der Infanterist ist der laufende Fasan. Und auch hier drüben nochmal allgemein weidmännische Ausdrücke bei den Feldhühnern. Ansonsten das allgemeine Brutverhalten, Balz, Ernährungsweise, Altersunterscheidung, Bejagung, Besonderheiten. Hier geht es dann allgemein weiter mit anderen Federwild. Auf dem Fasan wird dann als nächstes verwiesen auf Seite 209. Gehen wir weiter. 209. Was haben wir auf 209? Da sehe ich also die Schusszeichen anhand des Beispiels Fasan. Der nächste Verweis ist Seite 310. Wir blättern wieder ein bisschen weiter. Seite 310, das Ganze ist im Kapitel Wild- und Jagdschäden. Haben wir mir ganz kurz erklärt, wie ich Jagdschäden bzw. Wildschäden natürlich durch den Fasan vermeide. Dass ich durch Knallapparate kann ich ihn vergrämen, ich kann Ablenkfütterungen einrichten, man kann gebeizte Saatgut ausbringen.
Rechts von mir steht hier nicht zu versauen. Der nächste Verweis ist dann auf der Seite 449, sind wir ein ganzes Stück weiter hinten. Da finden wir dann nochmal kurz im Kapitel Wild, Hege und Fütterung eine Anleitung für Fasanenschütte, also eine Ablenkfütterung oder also, ja, Hegemaßnahme allgemein, wie ich eine Fütterung für einen Fasan anlege. Allgemein würde mich vermutlich dieses Buch am weitesten bringen, wenn ich mich in einem bestimmten Revier auf irgendwas Neues einstellen möchte, irgendwas Neues lernen möchte oder auch was auffrischen möchte. Ganz spannend bei dem Buch, das heißt spannend, was das Buch für mich einfach nur ein bisschen rausgestellt hat, möchte ich euch auch noch zeigen. Das ist hier hinten. Richtig lernen, lernen, lernen. Ja, hört sich jetzt ein bisschen geschwollen an. Aber ich habe hier einen ganzen Packen. Ich suche mal das Ende. Ah, genau. Hier so einen Packen an Seiten, wo es nur darum geht, um wie man lernt, wann man lernt, Tipps, Hilfestellungen. Finde ich ganz klasse. Viele, die den Jagdschein machen, so ging es ja mir auch, waren eigentlich lange Zeit raus aus dem Lernen, aus der Schule, jahrelang raus und haben einfach ein Problem mit dem Schulbankdrücken wieder. Da finde ich das ganz spannend, worauf die alles verweisen. Sachen, auf die man eigentlich ganz logisch drauf kommen könnte, aber auch Sachen, wo man ja vielleicht jetzt nicht so direkt drauf kommt. Und weiter hinten haben sie auch nochmal ein Kapitel Service, wo die ganzen BJG-Jagdzeiten drin sind und auch nochmal die ganzen Bundesländer mit den Jagdzeiten. Natürlich ist es irgendwann nicht mehr so ganz aktuell. Ja, es ändert sich ja regelmäßig, war es zuletzt das Jagdgesetz in NRW, wenn man nicht alles täuscht. Da kann es nicht immer auf dem aktuellen Stand sein. Hier nochmal Ländervergleiche, Jagdpachten etc. Das sind auch alles Sachen, die in den anderen Büchern drinstehen, aber oftmals jetzt nicht so geballt zusammen. Gibt dann nochmal Internetadressen und. Verweise natürlich an andere Fachbücher. Tja. Grundwissen Jägerprüfung aus dem Kosmos Verlag. Ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt ein bisschen was gebracht, wenn ihr auf der Suche nach Jagdliteratur seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen rauf da. Wenn ihr sagt, was machst du für ein Blödsinn, einen Daumen runter. Dann wäre es fair, wenn ihr mir einen kleinen Kommentar da lasst, was euch da nicht gefallen hat. Ansonsten lasst mir auch so Kommentare da, was wünscht ihr euch, gerade für die Jungjäger, die den Kanal gefunden haben. Was möchtet ihr sehen, wo möchtet ihr Informationen haben? Lasst mir einfach ein Info da, was kann ich für euch tun. In diesem Sinne, Weidmanns Heil und ich bin raus.